Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meiner Playlist bei Plakos. Mein Name ist Lukas Weikersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt, ihr kennt mich von der Website beamtentest-vorbereitung.de und heute rede ich einmal über ein paar Vorteile, die so eine Ausbildung in der Verwaltung mit sich bringt. Ich habe ein vergleichbares Video bereits über die Studiengänge in der Verwaltung gemacht und heute rede ich für die ganzen Leute da draußen, die demnächst ihren qualifizierten Mittelschulabschluss machen oder den Realschulabschluss machen und sich jetzt für eine Ausbildung in der Verwaltung interessieren. Eine Ausbildung, die später in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit mündet und ihr damit einen krisensicheren, absolut zukunftsfähigen Arbeitsplatz habt. Und was für Vorteile eine solche Ausbildung mit sich bringt, darum geht es im heutigen Video. Ich wünsche euch jetzt damit ganz viel Spaß. Ja, zuallererst einmal ein großer Vorteil ist, dass die Ausbildung sehr strukturiert aufgebaut ist. Ihr habt zum einen die Praxisabschnitte an der jeweiligen Behörde, zum Beispiel am Finanzamt, am Landratsamt, und dann habt ihr die theoretischen Abschnitte an der Bayerischen Finanzschule, an der Bayerischen Verwaltungsschule zum Beispiel. Das heißt, diese Ausbildung, diese 2 Jahre der Ausbildung sind aufgeteilt in Blockunterricht. Ihr habt ein paar Monate in der Praxis. Diese Praxisabschnitte finden übrigens immer an einem Amt in eurer Nähe statt, in einem wohnortnahen Finanzamt, an einem wohnortnahen Landratsamt zum Beispiel. Und dann habt ihr zum anderen diese Theorieabschnitte, das sind auch immer ein paar Monate. Dort werdet ihr dann jeweils an einem Standort der Bayerischen Verwaltungsschule untergebracht. Diese Unterbringung ist übrigens kostenlos in der Regel. Ihr habt dort am Campus, in Anführungszeichen, an eurer Schule eigentlich alles, was ihr braucht. In der Regel habt ihr dort auch ein recht großes Freizeit- und Sportangebot. Bei uns gab es damals eine Band, einen Chor, ein Orchester, ein Fußballteam, ein Volleyballteam. Es gibt ein Fitnessstudio und so weiter. Das heißt, in der Regel ist dort auch freizeitmäßig für alles bestens gesorgt. Und das Besondere ist, dass ihr wirklich schon in der Theorie die Dinge lernt, die ihr in der Praxis dann direkt anwenden könnt. Es ist also nicht mehr so in der Schule, dass ihr irgendetwas einfach lernt, weil ihr es lernen müsst und euch fragt, wofür brauche ich das jemals? Das werde ich doch in meinem Leben niemals brauchen. Hier ist es anders, dass wir sie in der Theorie lernt. Das könnt ihr oft direkt schon im Praktikum noch während der Ausbildung am Finanzamt oder am Landratsamt einsetzen. Das heißt, Theorie und Praxis greifen sehr gut ineinander und das ist dann schon ganz cool zu sehen in der Ausbildung, wenn man sich selbst schon in der Behörde helfen kann, wenn man Bürgern weiterhelfen kann und so weiter. Ja, der zweite Vorteil dieser Ausbildung ist ganz klar die Absicherung, die ihr schon in der Ausbildung habt. Ihr seid zwar noch im Beamtenverhältnis auf Widerruf, aber ihr habt bereits in der Ausbildung zum einen eine attraktive Vergütung von aktuell etwa 1250 Euro netto. Darüber hinaus seid ihr schon in der Ausbildung auch an der Behörde eingesetzt, ihr habt dort schon Kontakte geknüpft zu Leuten und steht da schon mit einem Bein sozusagen in der Behörde, habt eine gute berufliche Zukunft von Anfang an abgesichert, denn ihr werdet ja nur zur Ausbildung eingestellt, wenn man später auch eine Stelle für euch hat. Es kann euch also nicht passieren, dass ihr die Ausbildung macht und danach quasi auf der Straße steht und gar nicht wisst, wo jetzt hin mit eurem Finanzwirt, wo jetzt hin mit eurem Verwaltungswirt. Das wird nicht passieren, sondern die Behörden stellen euch ein, zahlen euch ja auch schon in der Ausbildung 3 Jahre lang, investieren ungefähr, glaube ich, 80.000 bis 100.000 Euro kostet das insgesamt, so eine Ausbildung. Das investiert man natürlich nicht umsonst. Man möchte, dass der Kandidat, die Kandidatin später auch in der eigenen Behörde tätig ist und natürlich dort wieder einen Mehrwert bringt. Das heißt, auch wenn ihr noch in der Ausbildung seid, habt ihr eigentlich schon eine sichere Zukunft vor euch, eine sichere Zukunft in der Behörde. Ja, und als dritten Vorteil würde ich ganz klar die Gemeinschaft an der Finanzschule oder an der Verwaltungsschule nennen. Ihr seid dort sozusagen alle in einem Boot, die ganzen Leute aus ganz Bayern, die an irgendwelchen Behörden, an Finanzämtern, am Landratsamt die Ausbildung machen, die kommen dort zusammen, ihr habt dieselben Prüfungen, dieselben Dozenten, ihr sitzt sozusagen alle miteinander im selben Boot. Ich habe es schon gesagt, die zahlreichen Freizeitangebote sorgen dafür, dass auch diese theoretischen Abschnitte manchmal fernab von der Heimat Spaß machen können und dass sie dort wirklich eine schöne Zeit verbringt. Gerade die kostenfreie Unterkunft, die günstige Verpflegung, die ihr in der Mensa habt, das alles ist eigentlich einmalig und ihr spart euch da wirklich großes Geld, wenn ihr vergleichen müsst, was andere schon in dieser Zeit für ihre eigene Wohnung bezahlen müssen, gerade in Ballungsräumen schauen müssen, dass sie überhaupt eine Wohnung bekommen. So habt ihr in der Ausbildung an diesen theoretischen Abschnitten schon an der Hochschule eure Wohnung
Und quasi im Internat, ich sage immer, das ist Internatsatmosphäre, die ihr da habt ihr schon alles, was ihr eigentlich braucht. Und natürlich, zuallererst müsst ihr ein gutes Ergebnis im LPA-Test Bayern erzielen. Denn wenn euch so eine Ausbildung Spaß macht, wenn euch der öffentliche Dienst als Arbeitgeber interessiert, dann müsst ihr als allererste Hürde ein gutes Ergebnis in dieser Auswahlprüfung erzielen. Und nur wenn ihr dort ein gutes Ergebnis erzielt, kommen später Behörden auf euch zu und laden euch zum Vorstellungsgespräch ein. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, so eine Ausbildung in der Verwaltung macht wahrscheinlich Spaß, das wäre etwas für mich, dann geht auf www.beamtentest-vorbereitung.de. Dort findet ihr alle Infos rund um den Beamtentest und wie ihr euch am besten darauf vorbereiten könnt. Und dort gibt es auch unsere Komplettpakete, die ich gemeinsam mit Plakos entwickelt habe und die dafür sorgen, dass ihr euch wirklich zielgerichtet und effektiv auf den LPA-Test vorbereiten könnt, dass eure Einstellung in der Verwaltung am Ende nichts mehr im Wege steht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem Video einen kurzen Einblick in so eine Ausbildung in der Verwaltung geben. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf mehr Videos von mir habt, dann findet ihr hier oben die beiden letzten Videos. Darüber hinaus sehen wir uns wieder auf meiner Website. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Einstellung im öffentlichen Dienst. Wir sehen uns im nächsten Video. Schön den Kanal abonnieren. Macht's gut, euer Lukas.